Moin Leute, der Kerem hier von Gorilla. Ich zeige euch heute, wie man sich warm machen kann mit dem Skateboard. Ihr nehmt das Board einfach erstmal in die Hand, stellt euch schulterbreit mit den Füßen hin. Ihr geht leicht in die Knie und spannt eure Bauchmuskulatur an. So, dann seid ihr nämlich in einer geraden Haltung. Ihr nehmt das Board nach oben über euren Kopf und geht dann immer nach links und nach rechts. Dann spürt ihr auch, wie sich die Muskulatur im Körper bewegt und arbeitet. Das ist super für unsere Körperspannung. Und die Hüften gehen auch immer leicht in die entgegengesetzte Richtung, ne, wo die Arme halt hingehen. So, das ist super gut für unsere Körperspannung. Viel Spaß mit der Übung. Wir kommen zu Übung Nummer 2. Ihr stellt euch in einen Ausfallschritt hin. Euer Oberkörper ist wieder gerade. Die Arme sind nach vorne gestreckt. Ihr habt das Board vor euch und ihr geht jetzt nach links und nach rechts und euer Blick bleibt die ganze Zeit beim Skateboard fokussiert. Und wichtig ist, dass eure Hüfte immer nach vorne zeigt, sich nicht mitbewegt. Diese Übung ist sehr gut für die Mobilisation des Oberkörpers. Viel Spaß mit der Übung. Wir kommen zur nächsten Übung. Wir stretchen jetzt unsere Waden. Ihr nehmt das Board, lasst es runter und packt euren rechten Fuß als erstes so drauf, dass ihr dann so ein Stück nach vorne mit eurem Oberkörper geht, so dass ihr anfangt, eure Wade zu spüren. Ja? Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass ihr wirklich eure Wade spürt. Und dann könnt ihr diese Übung auch natürlich dann auch mit dem linken Fuß machen, dass wirklich auch beide Seiten gedehnt werden. Das ist auf jeden Fall ein super Warm-up für die Waden. So, wir kommen zu unserer vorletzten Übung. Ihr steht mit dem Standbein neben dem Skateboard. Euer rechter Fuß kommt auf das Skateboard drauf. Ihr geht mit dem rechten Fuß zur Seite und geht etwas in die Knie runter. Ja? So. Und kommt immer wieder zurück. Und das könnt ihr dann auch auf der linken Seite machen. Der linke Fuß steht auf dem Skateboard, das rechte ist dann das Standbein und ihr geht zur Seite und kommt wieder hoch. So, dass sich das gut anfühlt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Übung, die ist super für unsere Bauchmuskulatur. Ihr setzt euch mittig aufs Skateboard mit eurem Po drauf und wenn ihr euch, könnt ihr euch am Anfang festhalten, macht erstmal die Füße hoch und dann lasst ihr irgendwann vom Boden die Hände wieder ab. So, ihr haltet diese Spannung, euer Rücken ist gerade und dann werdet ihr spüren, wie eure Bauchmuskulatur anfängt zu arbeiten. Das ist super, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Der nächste Schritt ist, Up-Level, ihr streckt eure Beine. Dann werdet ihr merken, das hat noch ein bisschen mehr Zug. Genau, und das haltet ihr, solange ihr könnt. Und diese Übung ist verdammt gut für eure Bauchmuskulatur und damit auch für die gesamte Körperspannung. Viel Spaß mit der Übung. So, das waren einige Übungen zum Warmwerden. Jetzt können wir loslegen.